Verstehe. Aber euer Sohn muss auch schon weit herumgekommen sein in der Welt. Erzählt uns doch ein wenig von euren Abenteuern, Varmarix. Oh, sehr gerne. Nun, ich habe eine ganze Menge mit meiner schwarzen Zwillinja hinter mir. Ich habe das Bornland gesehen. Ich habe tatsächlich die Inseln im Nebel bereist, mit den Elfen, wie man sich erzählt. Ich war weit draußen an den Stürmen in Richtung des Rieslandes. Ich habe Piraten, Geisterschiffe gesehen. Nun, ich habe die Insel Frühlingsstrand begutachtet, unweit des hässlichen Rulats. Erzähl doch mal von dieser Insel. Nun, ein gewaltiger Baum steht darauf, 60 Meter hoch. Eine Dryade, die dort in diesem Baum schläft und ab und zu kichert. Getreide wächst auf ihr, Äpfel wachsen an dem Baum. Es ist paradiesisch. Ein wahres Wunder. Habt ihr auch diese merkwürdige Steinformation zu Fußen dieses gewaltigen Baums also entdeckt? Ja. Ja, die Steine. Genau. Jetzt weiß ich, dass er lügt. Da gibt es gar keine Steine in der Form. Nein, das ist richtig, genau. Es gibt da keine Steine, aber er bejaht das. Nun, man hört selbstverständlich von diesen Steinformationen. Ah, Man ja. weiß nicht viel von ihnen. Diese Insel ist neu. Aber man erzählt sich, dass die Trolle sie einst an dieser Stelle prophezeit haben. So. Trolle. Hat dir schon mal Trollen begegnet? Selbstverständlich. Auf den Inseln im Nebel. Sind diese nicht auf der anderen Seite des Kontinents? Die Inseln im Nebel sind in den Weltmeeren zu finden. Man kann tatsächlich von dieser auf die andere Seite übersetzen, wenn man die Nebel gefunden hat. Wie faszinierend. Wechsel mal einen Blick mit Sulamit. Nicht viel ausdrückend und nicht sagend. Kann ich auf Seefahrt würfeln, um zu wissen, ob das Seemannsgarn ist, das er uns gerade Gerüchte, erzählt? Sagen und Legenden sind das. Ah, okay. Schade. Aber auch das machen wir mal. Auch so ein Talent, was du sicherlich gut hast. Auch 4 Punkte, besser als ich dachte. 4 Punkte über. Ja. Also zumindest weißt du, dass die Bornländer davon gesprochen haben. Die Bornländer wollten in die Inseln im Nebel. Und die sind erst vor kurzem aufgebrochen. Von Janka aus. Ja, das habe ich auch schon gehört. Die Bornländer wollten da auch noch hin. Ja, wie ich sagte, ich habe mit den Bornländern schon zusammen gestritten, habe Festum gesehen, Nersand. Wie gesagt, ich bin einige Zeit rumgekommen. Und was hat euch zu diesen Abenteuerfahrten bewogen? Es ist ja schließlich auch nicht ganz risikolos. Der Ruhm und die Ehre für die Familie Marix. Apropos Ruhm und Ehre, war alles gut sein. Ich möchte tatsächlich mit euch über etwas anderes sprechen, jetzt wo wir getrunken haben, Höflichkeiten ausgetauscht haben. Ihr seht mir aus wie gute Verbündete. Und gemeinsam können wir viel bewerkstelligen. Mein Einfluss, nicht nur in der Stadt oder in Alanfa, mein Geld, was ich euch gerne zur Verfügung stelle, mein Sohn Var, den ich euch gerne mit auf die Reise schicke, ebenso wie meine Tochter Hyvilla, so ihr sie denn nehmen mögt. Aber ich habe eine Bitte an euch. Ihr habt davon gehört, dass die Brunnen dieser Stadt vergiftet worden sind. Meinem eigenen Geld versuche ich es den Menschen hier so angenehm zu wie möglich zu machen und lasse Wasser von weit her bringen, damit sie nicht die vergifteten Gründe trinken müssen und krank werden. Wir Ja. haben durch meine Agenten in der Stadt unlängst von einem Aufenthaltsort erfahren, den wir euch gerne mit auf den Weg geben würden. Für wahre Helden wie euch solltet ihr dort sicherlich erfolgreich sein. Was vermutet ihr denn dort? Oder konntet ihr schon irgendwas rausfinden? Nun, viel wissen wir nicht. Aber es gibt ein Lagerhaus in der Nähe des Nordhafens. Von dort aus soll man meinen Agenten zufolge in den Untergrund steigen können, in das alte Nebachod.
Dort sind wohl Paktierer zu Werke, die die Brunnen der Stadt vergiften. Und ich hoffe, dass ihr ihnen das Handwerk legen könnt. Warum habt ihr diese Information nicht dem Markgrafen mitgeteilt? Der Markgraf. Nun, seine Verbindungen zur der alten KGA sind... Ich lasse mich ungern meiner Agenten berauben. Mir ist das Wohl dieser Stadt ein Anliegen. Aber nicht so sehr Anliegen wie das Wohl eures Geldbeutels, nicht wahr? Nun, wie gesagt, das Wasser lasse ich auf eigene Kosten herbringen. Das sind einige kleine Unsummen, die ich durch die Refinanzierung versuche zurückbekommen. Viel ist es nicht, ich zahle drauf. Aber wie gesagt, ich möchte, dass ihr als Helden, wo ihr doch schon den finsteren Xeran zur Strecke gebracht habt, Galotta oder Garassasor, dass ihr es vielleicht schafft, diese Paktierer in den alten Ruinen von Nebachrod aufzuspüren. Kann ich auf Menschenkenntnis würfeln und das verlieren? Du darfst auf Menschenkenntnis würfeln. Ja, gerne. Würde das auch mal machen, ja. 3 Punkte, also wirkt schon sehr überzeugend auf mich, oder? Ja, wirkt er. Er ist ein vielleicht Paktierer, da packen wir ein Mirakel drauf. Ja, Rafim liegt. Also, das Ausrotten der Paktierer ist mir natürlich immer eine besondere Freude. Wenn ihr da Informationen habt, würde ich mich natürlich darüber freuen und mich auch sofort, also so schnell wie möglich, darum kümmern. Ich weiß, dass die Basaltfaust an Dingen erfolgreich ist, wo alle anderen versagen. Sulamin kratzt mit ihrer Gabel in den Kartoffelbrei so ein kleines Raya-Symbol und betrachtet ihn dann. Er sagt die Wahrheit. Also er sagt die Wahrheit, das Wohl der Stadt liegt ihm am Herzen und er möchte, dass wir da irgendwelche Paktierer ausschalten. Bist du sogar relativ sicher, dass er weiß, dass da unten Paktierer sind? Mhm. Aber die falschen. Das liest du aus dieser Menschenkenntnisprobe nicht raus, aber er sagt die Wahrheit. Alles klar. Da unten sind Paktierer und er will, dass ihr die aufhaltet. Und was ist mit seiner sogenannten Menschenfreundlichkeit? Also glaubt er das selber, dass er den Leuten was Gutes tut, oder ist ihm schon klar, dass er hier die Leute abzockt? Er zockt sie ab. Ja. Ja, also das wirst du mit der Probe auch rauskriegen, dass er sich hier in Unsum stürzt. Ja, er ist halt Geschäftsmann, klar. Und er verdient da richtig gut mit diesem Geschäft, dass er jetzt Wasser ranbringt. Aber er weiß, dass da unten Paktierer sind. Das ist die Wahrheit, was er sagt. Und er möchte euch tatsächlich sagen, dass da unten Paktierer sind und ihr die aufhalten sollt. Boah, da meint Sulamin. Ja, das klingt in der Tat wie eine Sache, mit der wir euch helfen könnten. Ausgezeichnet. Ich werde euch durch meinen Agenten mitteilen lassen, wo ihr sie findet. Wem gehört dieses Lagerhaus überhaupt? Nun, das gehört den Klandes. Klande und Erben. Ein anderes Handelshaus in der Stadt, nehme ich an. Ja, sehr zu meinem Verdruss. Die Klandes könnten gute Freunde sein, aber dass sie so tief gesunken sind und mit Paktierern agieren, hat mich tief bestürzt. Nun, es muss nicht unbedingt mit ihrer Billigung geschehen, dass dort unten unheilige Dinge geschehen. Nun, das weiß ich nicht, aber das werdet ihr sicherlich klären. Vermutlich, aber wenn wir euch bei dieser Kleinigkeit behilflich sein würden, ihr sagtet, ihr würdet uns unterstützen, also würde sich euer Sohn mit eurem Schiff, mit seinem Schiff unserer Flotte anschließen? Und mit vielen weiteren Schiffen, ja. Kann Kanonen besorgen, Mannschaftsmitglieder. Denn die blutige See belastet auch euren Handel. Selbstverständlich. Wie alle anderen auch. Nun, wir hörten, dass ihr noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen seid. Oder euch klüger anstellt als die anderen. Aufgrund meiner Klugheit und der Fähigkeit meiner Kapitäne.
Nun, wenn die Dinge so stehen, dann sollten wir vielleicht diese Anschuldigung eurer Tochter aus der Welt schaffen. Denn ich glaube kaum, dass sie sich unter diesen Umständen wieder unserer Crew anschließen möchte. Dann solltet ihr einmal mit eurem Geschützmeister sprechen, was hinter diesen rüden Anschuldigungen steht. Naja, wärst du so nett auszuführen, Ivilla, was du genau meinst? Nur, dass ich ihn dann auch richtig fragen kann. Fragt ihn einfach nach eurem Offizier. Nebelklang. Und schaut darauf, wie er reagiert und was er sagt. Also beschuldigt ihr Diamantes Monterey, Nebelklang getötet zu haben. Ist er nicht ebenso verschwunden, wie ich ebenso verschwunden bin? Nur wurde ich nicht getötet, sondern habe den Mord gesehen. Auch hier möchte ich gerne eine Match-Tennis-Probe machen, weil ich glaube mir das ja erstmal so. Ich möchte schon einschätzen, ob sie da die Wahrheit sagt. Dem Punkt, sie sagt die Wahrheit, korrekt. Ah, oder sie lügt sehr gut. Ja, aber in diesem Haus wurde ich bisher nicht angelogen. Also sowas kann ich ja nicht einfach behaupten. Das sind durchweg ehrliche Menschen hier. Durchweg ehrliche die Menschen. Die haben Geld, ja. Die müssen die Wahrheit sagen. Die haben die Basaltfaust gelobt. Also die haben hier schon ein paar Cookie Points gesammelt. Naja, so. Ihr habt nicht Unrecht, dass ihr und Nebelklang damals zur gleichen Zeit uns verlassen habt. Das ist schon richtig. Wie ist das denn damals vonstatten gegangen, wenn ihr mir die Frage erlaubt? Monterey hat ihn hinterrücks erschossen. Er wurde niedergeschossen und dann, als er bewusstlos am Boden lag, macht eine Geste mit ihrer Hand, holt eine Balestrina an und in den Kopfschuss. Habt ihr dafür Beweise oder ist es eine haltlose Anschuldigung? Reagiert doch. Nun, Diamantes Monterey hat mich bedroht bei meinem Leben, wenn ich auspacken sollte. Allerdings bin ich jetzt wieder im Perikum. Nun, man könnte die Geschichte genauso gut andersrum erzählen. Ihr habt ihn getötet und seid verschwunden. Naja, aber warum sollte Diamantes uns das... Obwohl, ja, vielleicht hat Diamantes auch gar nichts damit zu tun. Ich verstehe, was du meinst. Sprecht einfach mit ihm. Das Motiv? Ich weiß es nicht. Ich war nur Zeugin des Mords. Das Motiv dazu kenne ich nicht. Abscheu. Rache. Ich weiß es nicht. Währenddessen oben auf dem Dach. Oh. Also, würde sagen, es bringt nichts, jetzt noch weiter zu warten. Wir dienen das durch, oder? Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass sie nicht dass keiner von denen zur Tür kommt. Zwei von denen. Alle vier standen direkt an der Tür, als ich reingeschaut habe. Kannst du die irgendwie verschließen? Die Tür? Nein, aber ich kann sie alle versteinern. Brauche dafür Sicht auf sie. Du kannst mich abseilen von hier oben, oder? Dann baumel ich vor dem Fenster, wirke meinen Zauber. Und dann können wir durchs Fenster eindringen. Sollte nicht das Problem sein, aber Boltax, wenn dich einer sieht, während du zauberst und Zwerg ruft, dann sind wir richtig am Arsch. Das ist richtig. Da hast du nicht Unrecht. Das Problem ist, ich kann die Tür zwar verschließen, indem ich eine Mauer aus Steine aus dem Boden wachsen lasse, aber naja, es würde uns nichts bringen. Das wäre A, unglaublich laut. Und hier, direkt unter mir, ist ein weiterer Raum. Zwei Türen, ein nach Süden weg und einen in den Raum mit den vier Gardisten. Beide waren geschlossen. Ich weiß nicht, ob abgeschlossen, aber dort könnten wir vielleicht erstmal ungesehen rein. Frost, die wichtige Frage. Das ist ja ein Dach, auf dem wir gerade liegen. Wie ist denn das Dach gedeckt? Ich glaube, das ist kein Reet, sondern Holz. Mhm. Okay, also Schindeln, Holzschindeln. Holzschindeln, ja, genau. Okay, das heißt, unter uns ist vermutlich ein Dachstuhl und über den kommt man dann. Wir könnten auch einfach ein paar der Schindeln lösen und uns von oben hineinarbeiten. Und dann auf leisen Sohlen hinunter und tadam,
Wir haben nicht viel Zeit. Die wollten schon von der anderen Seite jemanden schauen. Schicken. Du kannst mir mal eine, ich überlege gerade, Kriegskunst würfeln. Ich erschwere dir die Kriegskunstprobe um 15. Oh, zählt Seegefechte? Nein. Dann sieht's wohl schwer. Ich habe noch einen Chip. Und ich würfel mal, 19. Wenn ich eine 12 werfe auf die Klugheit. Nein. Und mit der 16 ist es nicht geschafft, nein. Du warst einfach zu kurz unten. Es hat nicht gereicht, aber irgendwas war an den Türen komisch. Irgendwas stimmte mit den Türen nicht, Tux. Wenn ich da vielleicht noch einen Blick drauf werfen könnte. Dann aber schnell. Es bringt uns nichts, überstürzt oder kopflos hineinzugehen. Riskiere einen Blick und komm dann sofort wieder nach oben, sodass wir unseren Plan dementsprechend anpassen können. Gut. Blinder Aktionismus. Ja, natürlich. Ja, dann würde ich das Seil halten, dass Diamantis nochmal runter kann. Ja, und ich lasse mich genau da runter, wo auch mein Token ist, also wo ich das eine Mal hochgekommen bin. Ja. Du siehst, der Raum ist leer, der Kamin ist aus. Die Türen sind sowohl in diesem Raum als auch, so vermutest du, das hattest du auch irgendwie wahrgenommen. Es gibt hier selbstverständlich auch Schlösser, aber die sind wohl mit Papier oder so etwas zugemacht. Mit was sind die zugemacht? Papier. Papier, die sind geschlossen. Papier in die Schlüssellöcher gesteckt. Oho, ich verstehe. So, dann ziehe ich mich wieder hoch. Die haben die Schlüssellöcher abgedeckt. Papier oder irgendwas da reingesteckt. Beide Türen waren geschlossen, oder? Beide, ja. Nun, dann ist es recht offensichtlich, in diesem Raum wird irgendein Gas sein, das nicht entweichen soll. Nämlich für den Fall, dass wir über den Kamin einsteigen würden, dann würden wir gewissermaßen direkt in eine Falle laufen. Das heißt, wenn wir uns da reinlassen, die Luft anhalten und die Tür öffnen. Nein. Wie funktioniert das mit diesen Gasen? Ist das schnell genug? Würde das irgendwas bringen? Ich bin kein Alchemist. Es gibt solche und solche und solche Gase. Da bräuchten wir Serpentilio, um das genau evaluieren zu können. Also es ist auch, das hattest du jetzt nicht explizit nochmal nachgeguckt, aber auch die Tür, in dem die vier Wachen stehen, ist auch die ist abgedichtet. Hat man jetzt seine Kriegskunstprobe geschafft, ne? Ich habe leider nur zwei Kriegskunst, also bei mir bringt das nichts, wenn ich darauf würfel. Ich weiß das einfach nicht, ich habe da keine Ahnung. Nun, so oder so, sie werden uns erwarten, aber ich glaube fast, es wäre das Klügste, in den Raum mit den Wachen einzudringen. Also du sagst, direkt rein und hoffen, dass ich den ersten erwische, bevor er in der Tür ist? Nein, du lässt mich herab, ich versteinere sie. Und dann können wir eindringen, ohne dass irgendetwas passiert. Okay, Boltax, ich mag diesen Plan nicht, aber wir müssen irgendwas machen. Das erinnert mich schon viel zu sehr an die Scheiße mit Hurun. Ich lass dich runter, bleib direkt am Pfosten, ja? Und schau nur so weit rein, wie du reinschauen musst. Gib ein Zeichen, wenn's getan ist. Jawohl. Ja. Dann würde ich mich ja abseilen lassen. Du lässt dich an dem Fenster runter. Mhm. Okay, dann gib mir mal eine Sich-Verstecken-Probe. Alles klar. Sich verstecken ist ein körperliches Talent. 9 Punkte gegen die Sinneschärfe. Es ist
dunkel draußen und es schneit. 19, du hattest 9 Punkte übrig. Dann kannst du sehen, wie wohl eine der Wachen aus dem Fenster guckt. Ist klar. Dann, Also sieht dich nicht, aber. Sieht mich nicht. Ja, also dann. Lange kannst du das nicht aufrecht halten. Das muss jetzt richtig. Alles klar, schnell gehen. Es sind nur 5 Aktionen. Ich wirke meinen Zauber auf ihn, und zwar den Paralys. Entfernung 5 Meter. Ja, alles klar, das dürfte reichen. Nur auf ihn? Erstmal nur auf ihn. Einzelziel, dadurch, dass ich ihn in Geodisch habe und das ein Erzzauber ist, erschwere ich ihn mir selbst um 5, um Kosten zu reduzieren. Kosten zu reduzieren? Ja, kann ich bis zu 5 Mal machen, um jeweils einen zu erschweren, um 10% Kosten zu reduzieren. Also insgesamt 50%ige Kostenreduktion. Hat er eine MR von 10? Oder eine MR mehr? Von 11. Okay. Dann schaffe ich es nicht. Oh, er schaut dich an. Richtig. Sein Blick geht nach oben. Okay, perfekt. Habe ich noch eine Aktion? Er macht den Mund auf und ruft: Sie sind hier!